die Tracht besteht aus einem Rock, ein Leibchen, Bluse muss man natürlich auch darunter haben und dann ein Schultertuch, das sogar mit handgefertigter Klöppelspitze angefertigt wird. Und da konnte auch jeder so seine Fantasien bringen. Die Kappen sind aus Brokat. Für einen normalen Tag hatten die Frauen schwarze Kappen im Haus so an. Und für sonntags gab es eine Silberkappe für die Kirche. Aber für Festtage gab es goldene Kappen. Also es, auch da wurden Unterschiede gemacht. Kick mal, was ist der Himmel so rot? Das sind die Engel, die backt das Brot. Der backt dann Wienersmann sin Stuten, für all die Lütten lecker snuten. Nun schnell den Teller unter das Bett und lächt jo hin und wehst recht nett. Der Wienersmann, der steigt vor der Tür, St. Niklaus, denn schickt ihn her. Und wenn sie probiert und schmeckt euch das Geld, oh, jetzt wird das schlecht mit meinem Predigt. Es ist noch nicht Weihnachten, ich habe noch nicht geübt. Wir machen das in Plattdeutsch. Meine Frau hat Plattdeutsch, ist sie noch besser. Und ich in Hochdeutsch. Und dann ist ein Programm da. Wir Weihnachtslieder werden gemeinsam gesungen. Jetzt hier mit der Begleitung. Und ja. Und ein Kanon immer. Mache dich auf und werde Licht. Gehört zu jeder täglichen Veranstaltung gehört es dazu. Es ist einfach das Gesellige und etwas mitgeben. Sei es ein Lied, sei es ein Verse, wenn man sie denn kann, oder Kleinigkeiten. Es ist einfach die Gemeinschaft, dieses auf Weihnachten zu gehen. Das ist mir das Wichtigste. Und auch, dass man Kontakt hat mit Nachbarn. Es kommen, also es sind nicht Leute, die ich nur eingeladen habe. Es kann ja jeder kommen. Die entsprechende Familie hängt die Zahl ins Fenster. So wie ein Adventskalender Nummer 1 dann. Und man trifft sich um 18 Uhr bei Regen, bei Schnee oder auch bei schönem Wetter. Eine halbe Stunde, man begrüßt sich, man geht von Tag zu Tag auf Weihnachten zu. Erhöht die Stimmung, nimmt die Gemeinde wahr, nimmt wahr, wie sich alle freuen auf Weihnachten. Ich persönlich von Tag zu Tag ein wenig mehr Weihnachten in der Wohnung. Das ist für mich auch faszinierend, wenn die Leute stehen, erwartungsfrohe Gesichter. Letztes Mal war ganz schlechtes Wetter und da haben wir einfach gesagt, die Fenster ist zu wenig, wir machen die Tür auf. Und alle, die 30, 40 Leute kamen hier rein. Von oben kam die Dame mit der Trompete und machte Weihnachtslieder. Sie hat vorher immer geübt und ja, das war Musik, Wort und Freude in den Gesichtern zu sehen.